Eine gemütliche, entspannte Atmosphäre herrscht hier im Führerhaus des Kühltransporters der Spedition. Am Steuer sitzt Kraftfahrer. Kurz vor Neumünster hat er zu einem Überholvorgang auf einen norwegischen Sattelschlepper angesetzt. Mittlerweile haben wir die Abfahrt Kassel-Nord hinter uns gelassen, Herr. Können Sie denn schon ungefähr abschätzen, wann wir am Norweger vorbei sind? Ja, also das geht heute schneller als erwartet, nicht? Sie sehen ja selbst, wir sind in Höhe der ersten Hinterachse, sodass man also sagen kann, Frankfurter Kreuz ungefähr, erreichen wir das Stützgelenk vom Auflieger und dann kommen auch schon bald die Rücklichter von der Zugmaschine in Sicht, nicht? Und ich glaube, also ich will da nicht zu viel versprechen, dass wir kurz vor der österreichischen Grenze den Kollegen denn noch zu Gesicht kriegen. Glauben Sie? Nun ist im Laufe der letzten Stunden hinter uns doch einige Unruhe aufgekommen. Ich sehe hier im Rückspiegel Lichthupensignale, wildes Gestikulieren eines Fahrers in einem schwarzen Sportwagen. Ach guck, der war vorhin noch weiß. Ja nun, ich fahre doch diesen alten Winterdiesel auf, ne? Der pafft man weg. Wann genau, Herr Hartölter, haben Sie sich denn zu diesem Überholmanöver entschieden? Ja, also das war letzte Nacht, nicht? Kurz hinter der dänischen Grenze auf der Gefällstrecke zwischen Harrislee und Tarp habe ich gemerkt, dass ich gut und gerne 1,7 Zentimeter pro Stunde schneller bin als der Norweger, nicht? Ja, und dann bin ich kurz vor der Münster links raus. Dafür ist das hier doch zweispurig. Ja, aber ist das denn nun ein Zeitgewinn, der sich letztlich auszahlt? Interessiert mich nicht. Ich fahre hier auf Akkord. Da zählt jede Sekunde. Und außerdem haben wir leicht verdorbene Ware an Bord. Sie meinen sicher leicht verderbliche? Ja, nix. Das sind Küchenabfälle aus der Großküche. Die waren ursprünglich für die Lufthansa gedacht. Nee, aber nun sollen die doch als Viehfutter nach Albanien. Ja, mittlerweile ist hinter uns ein gewisser Stau entstanden. Ich schätze mal, so um die 600 Kilometer werden es wohl sein. Hat man da, Herr als LKW-Fahrer nicht auch gelegentlich mal ein schlechtes Gewissen? Naja, manchmal denkt man schon drüber nach, nicht, ob da hinten vielleicht kleine Kinder mal müssen oder ob es da einer mal eilig hat, weil inzwischen der Urlaub zu Ende ist. Nicht. Aber Sie sehen ja selbst, seit anderthalb Stunden kreisen hier Hubschrauber und dem weiß man, die werden versorgt, da werden Getränke und warme Wolldecken gebracht. Nicht. Und dann ist man am Lenkrad doch wieder entspannter. Also das können Ihnen alle Kollegen im Güterfernverkehr bestätigen. Ja, so viel hier aus dem Führerhaus des Kühltransporters der Spedition und damit zurück ins Funkhaus. Ja, können Sie gerne mal versuchen.